Damn, damn, damn. Was geht ab, na? Schönen guten Tag wünsche ich euch allen. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Europa-Park hat sich verändert. Wir fahren zu zweit. Moment mal, das sieht nicht aus wie der Europa-Park. Was ist denn die Ernst, Digga? Und direkt einkassiert. Genau sowas passiert, wenn man länger als 10 Sekunden Spaß hat in Deutschland. Man wird direkt auseinandergenommen. Der Mann hatte dort oben auch die Unterhaltung seines Lebens schön an einem Sonntag, der Jugend dabei zugucken, wie sie nur Sch*** macht. Die Jungs haben eigentlich echt was Geiles und Lustiges dort vollbracht, aber der Plot-Twist am Ende mit der Polizei killt wirklich alles. Der packt ihn am Ende, als wäre das einfach ein Hund. Der Arme wusste auch in diesem Moment, dass es vorbei ist für ihn. Im Gegensatz zu dem Typ im nächsten Video. I can't believe I missed that. Bro, wie kann man sich eigentlich in so einer Lage befinden? Das ist so stumpf, aber auch witzig. Er kommt einfach nicht an sein Brötchen ran. Ey, der Arme. Wie ist sowas möglich? Es wird dringend Zeit fürs Fitnessstudio, Bro. Ja, super. Alles gefickt. Wie dumm ist der bitte? Wie konnte sowas passieren? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Er ist einfach so hilflos zusammengefallen. Das Windows-Geräusch passte einfach perfekt drauf. 1:1. Das sieht schon ziemlich nice auch und ist auch ein cooler Trick. Mal schauen, wie sie das jetzt so nachmacht. Ist ja nicht sonderlich schwer eigentlich, das sollte man ja hinkriegen. Obwohl, der Typ aus dem letzten Video hat es nicht mal geschafft, sein Brötchen aufzuheben, was 20 cm vor ihm lag. Das hier sieht schon goofy aus. Aber was zum Teufel ist denn mit deinem Gesicht passiert? Was ist das denn? Erinnert mich irgendwie an diesen Typen aus dem einen Film. 1:1. Wir haben das neue Traumpaar gefunden. Die beiden Süßen passen wirklich gut zusammen. Next Level Hating. Okay, das ist echt Duisburg. Bro, der pennt dort einfach nur im Unterricht und die sägen einfach den Tisch ab mit einer Kreissäge. What the f***? Wie kann er das nicht merken? Ich meine, die sägen dort gerade deinen Tisch auseinander. Mit etwas, das solche Töne macht. Wie kann er einfach so seelenruhig weiterschlafen? Classic Duisburg-Unterricht. For real, for real. Wenn du auf Weiberjagd bist, aber trotzdem ins Paradies möchtest. Was ein Ehrenmann. Wir sollten uns alle ein Beispiel an ihm nehmen. Genauso wie wir uns ein Beispiel nehmen sollten an den nächsten Leuten im Video. Die sind sowas wie Bowling-Profis. How to bowl a strike. Was ist das für eine Maschine? So funktioniert das Bowling, was ich kenne, aber nicht. Strike! Herzlichen Glückwunsch! Gewonnen! 10 von 10 Punkten! Bruder, was habt ihr mit der Bowlinghalle angestellt? Korrekt, Mann. Muss dann der neue Hausmeister wieder reparieren für ein paar Euros. Klingelstreich auf andere Level! Machen wir. Ja? Hallo? Ja, was ist denn? Wer sind Sie? Wer ist da? Das ist ehrenlos. Auch noch bei Älteren mitten in der Nacht. Wow, that escalated quickly. Die Armen, Mann. Gottloser Prank, wirklich. Sowas geht echt nicht, Mann. Das ist zu ehrenlos. Lass die Armen doch, Leute, doch schlafen. Du willst sowas doch später auch, wenn du 80 bist, dass niemand irgendwie mit 15 vor deiner Haustür klingelt in der Nacht. Und jetzt nochmal was richtig Geiles zum Anschauen. Gönnt euch. Hamburger.
Hamburger. Das ist der Content, den ich sehen will. Vor allem gefallen hat mir diese Stelle hier. Hamburger. Naja, und Freunde, wenn ihr nicht wollt, dass diese Ente heute Abend bei mir im Ofen landet, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, Kakao.